Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik und damit zu dem Crossover 2.0 mit Pantoffelkino TV, was ja einige von euch schon lange erwartet haben. Und welcher Film wird es sein, das werden wir noch sehen. Erst einmal, wer den ersten Teil nie gesehen hat, den verlinke ich eben nochmal hier. Da kann man am besten sich nochmal anschauen, wie denn damals die Kritik zu der Bettwurst ausgefallen ist. Das fanden ja einige sehr witzig. Okay, und ja, dann kommen wir heute mal zu dem Film, um den es gehen soll. Da der letzte Mal Holger einen Film zugeschickt hat, haben glaube ich diesmal zwar beide geschickt, aber ich muss ihn als Marius-Film werten, denn er ist einfach an der Reihe. Und das ist dann In meinem Himmel. Also, der Film ist eine Sache für sich, weil ich habe mich schon sehr gefreut, als ich damals die Trailer vor 2 Jahren gesehen habe, weil der an einer Bildgewalt schon allein im Trailer ankam, was auch immer, klickt aufs Plakat, wenn ihr den Trailer sehen wollt, ihr wisst ja Bescheid, dass das so funktioniert. Tja, erstmal alleine, dass Peter Jackson auf dem Regierstuhl sitzt, ist eine Sache für sich, denn dieser Mann hat ja mit Herr der Ringe, und wir wissen ja, Freitag kommt dann dazu, eure Kritik, eine wahnsinnig geile Trilogie geschaffen und auch so ein Meister seines Fachs ist. Man kann sich nur auf der Hobbit dann freuen, wenn der, glaube ich, nächstes Jahr in die Kinos kommt und In meinem Himmel, Original Lovely Bones und 135 Minuten voller Spannung, voller Schönheit, voller interessanter Bilder, die einem nicht langweilig werden, hat Peter Jackson wieder mal alles geschafft, was man von ihm erwartet. Nicht nur das, auch im Cast, der sich schon allein wunderbar liest, ein Mark Wahlberg, der so ziemlich alles auf dieser Welt spielt, egal ob Crab oder an der Seite von Will Ferrell oder von sonst wem, oder auch in wahnsinnig grandiosen Filmen wie jetzt The Fighter und schon als Kind an Seiten von Leonardo DiCaprio großartige Jobs gemacht hat, schafft er es immer wieder dabei zu sein, obwohl er auch mit Filmen wie The Happening total ins Klo greift, und das macht er hier richtig, richtig toll. Susan Sarandon, wow, die macht das richtig cool. Rachel Weisz, ganz klasse, was sie hier abliefert. Und da gibt es noch einiges mehr, und Stanley Tucci, der hier den merkwürdigen Nachbarn spielt, In meinem Himmel. Oh Mann, der Typ war für einen Oscar nominiert und schade, dass er nicht bekommen hat. Aber okay, sonst erzähle ich ja immer zuerst, worum es in dem Film geht. Heute mal etwas später, nach einem Haufen Lobpreisung vorneweg. Okay, worum geht es erst einmal? Es geht um ein Mädchen, was in den 70er Jahren, und so kündigt der Film das Ganze schon in einem Voice-Over an, sagt, ich bin ... und bin am 6. Dezember 1973 ermordet worden. Und das ist schon mal der erste Satz, der einen in dem Film wahnsinnig fängt. Das Ganze spielt in einer kleinen Stadt, schon fast dörflichen Gegend, und halt geht es um Kindesmissbrauch, darum, dass dieses Mädchen im Alter, glaube ich, von 14 Jahren getötet wurde, aber sie in einer Zwischenwelt danach ist. Also das ist dann ihr Himmel. Sie ist noch nicht ganz im Himmel, nicht mehr in der Realität, weil sie ja verstorben ist. Sie befindet sich in einer Zwischenwelt und kann ihre Eltern, ihre Familie noch wahrnehmen, so eine Art Hinweise geben, und beobachtet ganz genau, was mit ihrem Mörder passiert, wie ihr Mörder sich anfängt, weiter an andere Menschen und Mädchen vor allem ranzumachen, und beleuchtet das alles mit einer ganz interessanten Idee, weil ja Filme sonst immer, übrigens ein deutscher Film, der sich damit zuletzt beschäftigt hat, Das letzte Schweigen, falls jemand diese Thematik interessiert, ja oft immer in die Richtung gehen, dass jetzt halt das Opfer ja tot ist und nichts mehr mitteilen kann, ist hier eine ganz andere, neue Perspektive aufgemacht worden in dem Film. Das ist eine wahnsinnig tolle Idee, die auch wirklich sehr gelungen ist, und vor allem die Möglichkeit, in ihrem Himmel, in dem sie sich während des Films befindet, eine Bildgewalt herrschen zu lassen. Und wer den Film schaut, weiß ganz genau, was ich meine. Das geht einfach nur ab. Ich ärgere mich fast, dass ich den Film nur auf DVD und nicht als auf Blu-ray geguckt habe, weil das ist bestimmt eine Augenweide. Und da kann ich nur sagen, wer den Film nicht kennt, sollte ihn anschauen. Allein Peter Jackson ist ja schon ein Grund genug. Aber der Cast macht einen brillanten Job und es macht einfach nur Spaß. Okay, In meinem Himmel bleibt von der ersten bis zur letzten Minute schön, melancholisch. Am Ende finde ich auch sehr traurig, aber insgesamt irgendwo auch gerecht, wie der Film abläuft, und eine ganz interessante Perspektive, die der Film aufnimmt. Also der Film, gerade wenn man die Erwartung nicht zu hoch schraubt, ein klasse Film, wenn man sie hochschraubt, werden sie immer noch erwartet. Für mich kratzt der fast an der 10-Punkte-Marke. Ich sag mal so, also für mich gibt es für In meinem Himmel 9,5 von 10 möglichen Punkten. Und ja, was soll ich dann dazu sagen? Dann haben wir natürlich nach dem Crossover 2.0 mit Pantoffelkino TV ja fast eine Wertung zwischen Holger und Mario, während Holger jetzt also 0 von 10 möglichen Punkten hat nach der Bettwurst. Hat jetzt Mario mit seinem In meinem Himmel 9,5 Punkte abgestaubt. Da steht 9,5 zu 0 Punkten. Also herzlichen Glückwunsch, Mario. Da bleibt dir die Frage, ob die sich irgendwann auf einen 3.0 Crossover einlassen oder ob Holger das so auf sich sitzen lässt. Na okay. Würde mich interessieren, was ihr dazu denkt, was ihr zu In meinem Himmel denkt.
Bin gespannt, was die beiden zu dem Film sagen, den ich ihnen zugeschickt habe. Und das war's für heute. Danke nochmal bei Teufel Kino TV, dass sie wieder dabei waren bei dieser ganzen Aktion. Ich freue mich auf hoffentlich eine nächste Runde. Macht es erst einmal gut. Wir sehen uns dann morgen wieder. Denkt dran, wer die beiden noch nicht abonniert hat auf ihrem Kanal, macht das mal. Das lohnt sich, glaube ich, immer. Okay, macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder und tschüss.